für die Gemeinde Oberboingen haben diese kleinen inhabergeführten Geschäfte einen sehr hohen Stellenwert in Zeiten von Onlinehandel, von Internetdiensten. Ist es umso wichtiger, dass sich der Einzelhändler entsprechend positioniert, der Hofmarkt Pusteblume zeigt, dass man auch als kleiner Händler im Ortskern erfolgreich sein kann. Klar ist auch, es reicht heute nicht mehr, morgens die Tür aufzuschließen und zu warten, bis die Kunden kommen, sondern der Verbraucher ist zunehmend kritischer geworden. Er fragt, woher die Produkte sind, die er kauft. Er legt mehr Wert auf Qualität, denn Einkauf ist mehr denn je Vertrauenssache. Die Pusteblume setzt verstärkt auf Qualität. Hier lautet das Motto Klasse statt Masse. Es werden verschiedene regionale Produkte angeboten, von der die Herkunft bekannt ist, wo man auf den entsprechenden Hof gehen kann, in die Kälterei gehen kann, vor Ort schauen kann, wie die Produkte im Rahmen einer gläsernen Produktion entstehen. Die Eheleute Mahl vermitteln auch ein entsprechendes Einkaufserlebnis. Sie setzen auf Beratung und Service und grenzen sich so von den Händlern auf der grünen Wiese und im Internet ab. Der Erfolg gibt dem eingeschlagenen Weg der Pusteblume recht. Die Kunden kommen mittlerweile aus der ganzen Region und es hat sich auch gezeigt, dass die Kunden bereit sind, etwas mehr auszugeben, wenn die Qualität der Produkte stimmt. Ein Besuch in Oberboingen lohnt sich immer, nicht nur kulinarisch und literarisch, sondern wir haben auch sonst eine Menge am Ort zu bieten. Das Fachwerkhaus Hohentwiel, das älteste Pfarrhaus im Landkreis Esslingen und der Neckartalradweg, der bei uns durch den Ort führt. Vielleicht ergibt sich in diesem Zusammenhang mal ein Abstecher nach Oberboingen. Der Eisbecher und Kaffee und der selbstgemachte Kuchen sind da zur Unterhaltung, weil wir sind alle alleinstehend. Jeden Dienstag von 2:30 an, wenn sie den Laden aufmacht. Ich finde es relativ schön, dass man sich hier treffen kann mit den Leuten, im Hofcafé sitzen, hier draußen. Ich mag unseren Hofmarkt sehr, weil eben regionale Produkte hier angeboten werden. Gemüse, Brot hier vom Bäcker, frische Eier. Man kann sich die Hühner oben sogar auf der Wiese anschauen. Finde ich sehr schön. Das heißt, man weiß einfach, woher die Sache kommt. Es gibt immer frische Kuchen. Es gibt viele Eisbecher. Das Eis ist mega gut. Das erste Mal ist in Blättle gekommen, dass hier was aufgemacht wurde. Da hat mich meine Nachbarin mitgenommen, hat gesagt, komm, da gehen wir mal vor. Und seit der Zeit bin ich in Oberboingen, bin jede Woche hier. Bin gut aufgenommen worden hier, wenn man da im Ort spät, also läuft oder irgendwie, da grüßt sie. Obwohl ich die Leute gar nicht kenne, da grüße ich halt wieder zurück. Ich bin sehr begeistert von dem, was die Pusteblume hier in Oberboingen anbietet. Es ist ja weitaus mehr als Einkaufen. Es ist eine Treffpunktmöglichkeit. Die Menschen können sich hier begegnen. Es stärkt den Zusammenhalt hier im Ort. Es ist quasi ein Beitrag für eine lebendige Ortsmitte. Und ich glaube, so eine Daseinsvorsorge, so eine lokale Einkaufsmöglichkeit, auch mit regionalen Produkten, sei es aus Notzingen, aus Köncken, der Honig aus Kohlberg, die Confiserie, das kommt an. Die Leute schätzen regionale Produkte. Wir wollen das auch politisch unterstützen. Ich kann der Gemeinde Oberboingen, auch hier der Pusteblume, meine Unterstützung in Aussicht stellen. Das sind genau die richtigen Initiativen, die richtigen Projekte, um den Menschen vor Ort in ihrer Heimat Einkaufsmöglichkeiten, Begegnungsmöglichkeiten anzubieten.